Heute führt uns unsere Reise durch die Zoos Rumäniens nach Bacău. Mit 144.000 Einwohnern keine kleine Stadt. Sie liegt im Nordosten des Landes und besteht schon seit dem 14. Jahrhundert. Im Stadtzentrum gibt es einen sehr schönen Marktplatz mit tollen Gebäuden drumherum. Natürlich hofften wir auch auf eine dazu passende zoologische Einrichtung. Das Vivarium von Bacău liegt in einem schönen Altbau und war leider geschlossen. Denn wir wollten es am 1. Mai besuchen. Da ist aber, wie ich jetzt weiß, Tag der Arbeit in Rumänien. Und das Vivarium hatte daher geschlossen. Auf einer rein logischen Ebene verstehe ich das ja. Aber praktisch kann es nicht sein. Denn auch andere Rumänen, die ja eben frei hatten, scheiterten an der Tür des Vivariums. Zunächst wies noch eine unfreundliche Dame die potenziellen Kunden ab, dann wurde die Tür abgeschlossen. Um euch trotzdem einen Eindruck geben zu können, seht ihr nun ein paar Aufnahmen aus den Tiefen des Internets. Das Vivarium beherbergt nicht nur Tiere, sondern auch Ausstellungen zu kulturellen Themen. Dabei ist es wie ein klassisches Museum aufgebaut. Nach den Ausstellungen folgt die Tierhaltung. In recht kleinen, sechseckigen Vitrinen leben hier verschiedene Vögel. Es ist mal wieder eine Haltung, wie man sie eher aus einem Zooladen erwarten würde und sicher nicht ideal für die gezeigten Tiere. Dahinter folgen Aquarien für eine Vielzahl an einheimischen und exotischen Fischen. Auch hier sind die Becken eher am unteren Ende der Tierhaltung angesiedelt. Abschließend findet man noch Anlagen für Amphibien und Reptilien. Würge- und Giftschlangen sind hier zu finden. Darunter auch die europäische Hornotter. Alles in allem sind auch hier die Becken nicht ideal. Es gibt noch weitere kleine Anlagen für Amphibien und Reptilien, die hier nicht zu sehen sind. Wirklich toll sind aber auch sie nicht. So kann ich nur sagen, schade, dass wir an dem Tag selbst nicht hereingekommen sind, aber wirklich viel verpasst haben wir nicht. Dafür bin ich aber wirklich froh, dass wir diese tolle Stadt gesehen haben. In der nächsten Folge geht es nach Acris, in das Wiesenreservat Valea Cimbrior. Hier gibt es neben den Wiesenden einen tollen Wildpark zu entdecken. Also, bis zum nächsten Mal und denkt dran, bleibt wild!